mein Fahrslot erst um 13 Uhr ist, haben wir jetzt noch ein bisschen Übergangszeit, Pufferzeit, was auch immer. Und sind jetzt hier in der Messehalle in Bilbao. Da war gestern auch die Vorstellung, also nicht ganz in den Räumlichkeiten. Hier ist jetzt so eine kleine Ausstellung. Links ist zum Beispiel eine aufgeschnittene Kabine. Ich hoffe aber, ihr habt es mittlerweile schon in der Roomtour gesehen. Und man kann hier das einmal in Smart Select ausprobieren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal, bevor es in den LKW geht, hier ein bisschen durch und schauen uns das Ganze mal an. Vor allem natürlich die Motoren sind interessant. Hinter mir sind jetzt ein paar Motoren ausgestellt. Wir fangen an mit dem kleinsten. Das ist ein Vierzylinder. Kommen wir ran hier mit der Kamera. Ihr seht, ja, relativ kleine Kolben. 1, 2, 3 und Zylinder Nummer 4. Der Motor ist für den TGL, nur für TGL, der Vierzylinder. Es gibt den hier aber nochmal als Sechszylinder, also praktisch den kleinen Motor als Sechszylinder für den TGL und den TGM mit dann 6,4 Liter Hubraum. Der fehlt jetzt aber, weil hier ist praktisch dann schon die Motoren für die großen LKWs, für den TGX, das heißt der TGM und TGX. Da gehen wir auch jetzt gleich mal rüber. Und ihr seht jetzt schon mal den Größenunterschied. Ne? Hier ist jetzt 11 Liter Hubraum, nein, 9 Liter Hubraum und da drüben der kleine Vierzylinder mit 4,6 Liter Hubraum. Und jetzt der Größenunterschied ist natürlich schon heftig. Also hier ist schon so ein richtiger Brocken. Links von mir ist jetzt sozusagen der Motor für die flache Ebene. Wir haben hier 9 Liter Hubraum, 6 Zylinder. Und hier drüben ist sozusagen der Standard-Fernverkehrsmotor. Ich hatte ja damals bei dem TGX, bei dem Evoline, den ich hatte, noch die alte Generation an Motoren mit als TGX 18500. Mittlerweile haben die 10 PS mehr, die 500 PS Motoren, 12,6 Liter Hubraum, also sag ich mal der Standardmotor für den normalen gängigen Fernverkehrs-LKW. Was jetzt hier ganz interessant gemacht ist, was mittlerweile ja auch gang und gäbe ist in der Branche, ist, sage ich mal, dass man die teilweise den Riementrieb eben entkoppeln kann. Also zum Beispiel hier ist jetzt die Wasserpumpe. Die Wasserpumpe kann man mit so einer Kupplung einfach entkoppeln vom Kreislauf und sie pumpt dann praktisch nicht mehr kein Wasser mehr. So spart man natürlich wieder ein bisschen Sprit. Und wenn man dann die Wasserpumpe braucht, kann man sie einfach wieder ankoppeln. Genauso ist es bei der Lichtmaschine mittlerweile. Die kann man auch einfach ausschalten und sie läuft dann halt praktisch ohne Last mit, auch um eben die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen. Hier kommen wir jetzt zu meinem Traummotor. Konnte ich leider noch nie testen. 15,2 Liter Hubraum, D38, 640 PS. Und was hier wieder ganz interessant ist, wir haben hier einen Biturbo. Also ihr seht hier ein kleiner Lader für die niedrigen Drehzahlen und hier drüben dann der Männerlader für die hohen Drehzahlen. Und dann geht es richtig ab. Ja, ansonsten, was ich hier auch ganz interessant finde, ist, ich sag mal, bei den PKWs ist ja normalerweise hat man Zahnriemen oder eine Steuerkette. Bei den LKWs, ihr seht jetzt hier, funktioniert praktisch die Ventilsteuerung über so Zahnräder, die dann eben hier, ja, ihr seht hier unten ist von der Kurbelwelle das Zahnrad. Das treibt dieses große Zahnrad an. Auf der Welle von dem großen Zahnrad ist wieder ein kleines Zahnrad, was hier über die Übertragung dann hier hingeht und dann oben zur Nockenwelle. Da hat man oben eine oben liegende Nockenwelle. Zwei Ventile pro Zylinder und genau, also es ist alles ein bisschen robuster als beim PKW. Beim PKW gibt es ja teilweise 5 Ventile pro Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder und so. Bei einem LKW ist alles immer ein bisschen robuster. Hier drüben ganz interessant, ich habe selber noch nie so einen Luftpresser gesehen von innen, aber du kannst ja mal reinfilmen. Ihr seht, das ist jetzt hier ein Zweizylinder-Luftpresser. Das ist halt, also man kann verschiedene Varianten bestellen. Können wir gleich auch mal zeigen. Hier drüben wäre jetzt nämlich die einfache Variante. Also ihr seht, hier ist nur ein Kolben drin. Also es ist ein Einzylinder-Luftpresser. Und es ist halt immer, je nachdem, was man halt für Anwendungen hat. Wenn man natürlich hohen Luftbedarf hat im Fahrzeug, wie jetzt gerade im Schwerlastbereich, und der große Motor ist ja eher was für den Schwerlastbereich, oder natürlich für selbstfahrende Unternehmer, die viel Geld haben, die gut verdienen, die können sich dann auch sowas in die normale Zugmaschine bestellen. Genau, und halt natürlich logischerweise mit zwei Zylindern schafft man natürlich viel mehr Luft zu erzeugen oder Druckluft zu erzeugen. Und wenn man dann oft zum Beispiel umsattelt oder halt, wie gesagt, so ein, keine Ahnung, 15 Achsen Tieflader hinter sich herzieht, da braucht man ja viel Druckluft und dann ist natürlich so ein Zweizylinder-Luftpresser deutlich besser als so ein kleiner Einzylinder. Auch bei den Luftpressern ist natürlich wieder Effizienz angesagt und man kann die einfach drucklos schalten. Das heißt also, die pumpen praktisch die ganze Zeit mit, aber fördern keine Luft. Ja, das ist aber eine Sache vom Motoringenieur. Das kann ich euch jetzt nicht ganz genau erklären, wie es funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur nächsten Station. Wir waren jetzt von da hinten noch an so einem Connectivity-Stand. Der ist eigentlich ganz cool gemacht, das können wir gleich noch zeigen. Und die haben uns von der MAN Driver App erzählt. Die würde ich euch jetzt auch gerne zeigen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht mein Fahrzeug gekoppelt, aber man kann hier selbstverständlich, ihr seht Demo-LKW,
Man kann ja selbstverständlich seinen eigenen LKW hinzufügen. Da muss man die FIN scannen, übers Handy direkt. Dann wird der LKW hinzugefügt oder man gibt es hier unten manuell ein. Wir nehmen jetzt den Demo-LKW und jetzt kann ich hier Abfahrtskontrolle machen. Das heißt, ich drücke hier drauf. Also erstmal sehe ich natürlich, LKW ist alles okay. Und dann kann ich hier Schäden eingeben. Schreibe ich hier Scheinwerfer zum Beispiel defekt oder sowas. Ne? Hier drauf drücken, Dachscheinwerfer funktioniert nicht. Sowas auswählen. Ist aber ja alles in Ordnung. Jetzt machen wir hier Abfahrtskontrolle. Steht Anhänger wählen. Können wir einfach mal einen hinzufügen. Ich habe jetzt schon 6000, heißt der einfach. Machen wir weiter. So, und jetzt seht ihr hier Fahrtenschreiber. Kann ich noch mal hier im Detail sehen, was Fahrerkarte aktiv, Fahrtenschreiber funktionsfähig und so weiter und so fort. Also was ich praktisch prüfen muss, dann drücke ich einfach hier, ist okay. Fahrer aus Anterieur, ist das Sichtfeld frei, keine Warnleuchten an, Sitze richtig eingestellt und so weiter und so fort. Ne? Und das unterstützt mich halt morgens bei der Abfahrtskontrolle. Kann ich einfach hier, habe ich so eine Checkliste und dann kann ich immer sagen, okay, 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 Ladungssicherung. Also ihr seht halt, es ist alles nochmal hier, nochmal dann aufgelistet, was man genau anschauen sollte oder anschauen muss. Und dann kann man sich hier als kleine Unterstützung morgens damit die Abfahrtskontrolle machen. Das hat Winterbetrieb halt vorhin gar nicht gesehen. Ah, okay, ob das Dach frei von Schnee ist und so weiter. Dann kann man hier Haken machen. Weiter. Machen wir hier noch. Ah, okay, und dann gibt es sogar einen Bericht. Also ihr seht jetzt hier, wo ich bin. Euskadia de Blabla Baracaldo in Spanien. Kann ich hier noch was drunter hinschreiben? Keine Ahnung, zum Beispiel Reifenprofil gering oder weiß der Teufel was. Und dann muss ich hier unterschreiben. Kann man so machen. Dann drücke ich hier auf Speichern. Hier auf Speichern. Und jetzt ist die Abfahrtskontrolle praktisch erledigt. In dieser Driver-App gibt es natürlich auch die Bedienungsanleitung. Da kann ich jetzt mit der Kamera bestimmte Knöpfe scannen. Das können wir auch gleich mal da drin probieren, wenn da frei ist. Und dann zeigt er mir hier direkt in der App an, für was der Schalter ist. Ja, also ist eine gute Unterstützung. Ich kann mit der App, auch wenn ich jetzt hinten im Bett liege zum Beispiel, über die App halt das Radio lauter, leiser machen, das Infotainment-Menü bedienen. Aber ich bin jetzt natürlich nicht gekoppelt und ich habe auch gerade keinen LKW, außer den Demo-LKW. Aber solange ich nicht mit dem Infotainment-System verbunden bin, kann ich euch das leider noch nicht zeigen. Ich hoffe, das geht im Laufe des Tages noch. Die Front bei MAN soll ja an den Löwen oder ist an den Löwen angelehnt. Ich habe mich auch immer gefragt, warum. Aber das ist ganz interessant. Schaut euch das mal an. Das sind praktisch die ursprünglichen Designlinien für die Designer vom Fahrzeug. Und wenn wir das jetzt hier alles ein bisschen nach links swipen, dann seht ihr, ne? Jetzt gehen wir nochmal hier zurück. Und ihr seht praktisch, dass sich die Konturen hier von dem Maul vom Löwen zu dem LKW. Und jetzt macht das Ganze noch jetzt Sinn. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rüber, schauen uns die Front in echt an. Ach, das ist geil. Scheiße. Ja, das ist ein kleines Problem hier an dem ausgeschnittenen Modell, fehlt die untere Stoßstange. Aber das sind praktisch die Linien, die ihr eben da vorne drüben bei dem Löwen da erkannt habt oder gesehen habt. Natürlich leider unten ohne Stoßstange, aber das kommt ja noch dann. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen was an diesem Teil hier ausgefressen. Es ist schon geil. Also wir sehen jetzt hier noch den MAN, ja, ihr seht ihn hier, das neue Modell. Und jetzt kann ich hier über diese Punkte das Licht steuern. Also wir haben jetzt hier das Tagfahrlicht, ne? Das neue Designte. Dann kann ich hier den Blinker auch anmachen. Ihr seht, so das Tagfahrlicht zum Blinker. Man sieht auch, die Seitenblinker sind auch in LED. Dann Abblendlicht. Und die Nebelleuchten kann ich noch dazu zusätzlich anmachen. Ich bin immer noch hin und weg hier von diesem Bildschirm. Jetzt sind wir beim Design-Highlights vom Außenbereich. Und was fällt einem jetzt hier als erstes auf? Der hat eine andere Sonnenblende. Und zwar ist es hier diese Individualsonnenblende. Und man kann hier drüben schön sehen, also die hat praktisch drei Teile. Wir haben einmal die Sonnenblende an sich, dann diesen Chromflügel, den man hier auch nochmal schön sieht, der praktisch oben drauf sitzt. Und dann sitzt da noch ein Cover drauf. Das sieht man jetzt bei dem, hat es glaube ich nicht. Aber da ist dann nochmal so ein kleines TGX-Logo drin. Das kann man sich hier drüben auch nochmal im Detail anschauen.
ist natürlich schon wieder, wie sagt man da, schöne Liebe zum Detail, wie man halt auch beim ganzen Fahrzeug merkt. In der MAN Room Tour, die ihr jetzt schon gesehen habt, konnte ich ja nur das kleine Navi zeigen, denn der hatte das große nicht drin. Hier habt ihr jetzt das große Navi, das wo dann eben rechts dieses kleine Fach entfällt. Das hat auch einen Splitscreen, den ich mir frei programmieren kann. Da ist jetzt gerade der Büssing-Löwe drin. Ich kann mir aber da auch die Navigation reinmachen oder halt Medienradio, was mir halt am besten gefällt. Und dann kommt eben rechts in dem kleinen Display auch das Navi angezeigt. Ansonsten ist dieses große Navi aber genau die gleiche Benutzeroberfläche wie auch beim kleinen, also mit diesem Rad, wo ich dann oder mit diesem Kreis, wo ich eben die verschiedenen Untermenüs auswählen kann. Und genau, ich wollte es nur euch einfach nur mal zeigen. Ausgestellt war in dieser kleinen Messehalle auch ein Schnittmodell von einem MAN TGX Individual und der hat einiges an Ausstattung, das ich euch bei der Roomtour habe nicht zeigen können. Unter anderem jetzt eben den drehbaren und zum Tisch umklappbaren Beifahrersitz. Und jetzt schnibbel ich das mal so zusammen, dass es einigermaßen noch Sinn ergibt, weil diese Sachen haben wir gefilmt, bevor wir die Roomtour gemacht haben, sonst hätte ich das logischerweise alles ein bisschen anders gemacht. Aber ich hoffe, es ergibt trotzdem einigermaßen Sinn und ich kann euch mal zeigen, was sonst noch so alles geht bei MAN. Kann man hier dran ziehen und dann kann man sich den Beifahrersitz nämlich zum Tisch machen. Also der obere Teil von der Lehne klappt einfach runter, nochmal ein kleiner Getränkehalter drin und hier dann ein flacher Tisch. Das heißt, mit der Tabletanlage hat sich sowieso erledigt, dann liegt man nämlich nachher im Bett. Tablet hier drauf und kann perfekt gucken. Oben, die kennt ihr ja schon von der Roomtour in dem Vorgänger TGX, diese Schrankwand. Die sieht jetzt aber hier nicht mehr so aus wie in dem alten TGX, wo das alles so ein bisschen ja wie nachgerüstet aussah. Ihr seht, das ist jetzt komplett integriert. Kannst auch mal rüberschwenken. Es ist praktisch einfach die Kopie von der neuen vorderen Schrankwand, also mit diesem Rollo hier. Hier ist jetzt aber eine Kaffeemaschine drin und jetzt passt mal auf. Das ist nicht schlecht gemacht, oder? Kann man hier rausziehen einmal. Man kann selbstverständlich auch eine eigene Kaffeemaschine einbauen. Und man hat hier oben nochmal zwei Steckdosen drin, 230 Volt. Und hier hinten auch eine, ja, ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich es rausziehe. Warte mal. Doch, jetzt sieht man es besser. Und nochmal dann eben, um die Kaffeemaschine anzuschließen, wenn man sie nicht in die 230 Volt einsteckt, sondern hier rein, links und rechts. Dann Verstaumöglichkeiten, also das ist jetzt statt zweiten Bett, wenn man nicht die Schrankwand hinten hat, ist hier eben normalerweise das zweite Bett. Hier drüben eben auch nochmal ein Staufach. Dann die altbekannte Hängematte. Ihr kennt es ja noch, habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Tada! Perfekt, um sich reinzuflacken. Und diesmal ist der Fernseher nicht mehr oben drin in der Schrankwand unten zum so rausklappen, sondern der Fernseher ist hier drüben. Das ist jetzt also alles Details von MAN Individual. Kann man so ab Werk bestellen und man kann hier selbstverständlich auch wieder diese beleuchtete Leuchtleiste in der Farbe verstellen. Ne? Das kann einfach hier drüben drücken, entweder kurz drauf oder lang drauf und dann schaltet er hier alle Farben durch. Man kann es aber selbstverständlich auch ganz normal ausschalten. Hier nochmal 230 Volt Steckdose hier unten. Die Frage kam ja in der Roomtour auch mehrmals in den Kommentaren. Gibt es den Subwoofer noch? Ja, selbstverständlich, Leute, den Subwoofer gibt es noch. Der befindet sich immer noch unterm Bett. Wie ihr hier sehen könnt, ist halt alles eine Bestellungssache. Leider hatte der gezeigte LKW in der Roomtour diese Option halt nicht. Das war's jetzt dann auch schon. Es war alles ein bisschen durcheinander auf diesem Event. Deswegen konnte ich das leider nicht in so eine richtig schöne Folge verwursteln, aber ich wollte euch einfach nochmal das große Navi zeigen. Ich wollte euch den umklappbaren Beifahrersitz zeigen. Ich wollte euch die Schrankwand hinten zeigen. Also eben alles, was man in MAN Individual noch so bestellen kann, was jetzt der in der Roomtour nicht hatte. Auch das große Navi natürlich, selbstverständlich, das wirklich nochmal ein deutliches Luxus-Upgrade ist im Vergleich zum kleinen. Auch so hat mir der LKW wirklich gut gefallen. Ich war ja nie so der große MAN-Fan, ich fand den immer so okay, aber mit dieser Produktüberarbeitung muss ich echt sagen, da könnte ich wirklich schwach werden. Ich habe übrigens gesehen, dass mir richtig viele Leute mich nicht abonniert haben, also ich würde mir wünschen, wenn ihr schon hier seid, einfach abonnieren, ein Däumchen dalassen. Meine Zuschauer, meine Stammzuschauer wissen ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen und ja, ich hoffe dann, dass wir uns demnächst mal dann für eine Fernfahrerwoche im neuen MAN TGX bereit machen können. Wie auch immer, macht's gut, haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.